Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney 3. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Also, ich meine, es ist erst relativ offensichtlich, was ich erreichen muss. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich es tun soll. Ich könnte mich hier nochmal umsehen. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Was ist das da? Ey, ihr da, was ist los? Wir führen die Ermittlungen durch, bla 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 bei euch. Meine Fresse, was für ein Arsch. Was wollt ihr noch hier? Geht schon? Ja, ja, schon gut. Meine Güte. Okay. So schon mal nichts. Bei dir wohl auch nicht. Glaube ich nicht. Aber was sagst du denn zu dem Ding? Wenn sich das mal ansehen. Kein Lassenschimmer. Dachte ich mir. Da. Jetzt hier mittlerweile ein paar Infos. Nö. In dem Fall muss ich wohl ziemlich sicher nochmal zu Larry. Wie komme ich jetzt zu Larry? Verdammt. Ich meine diese Umwege. Larry. Was hast du dazu zu sagen? Ich glaube, du weißt, wie gerne ich Leuten helfen würde, aber ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie wirkt er so, ich weiß nicht, so nett. Kannst du uns dazu was sagen? Wahrscheinlich auch nicht. Auch nicht, nee. Ich habe halt keine Ahnung, was ich tun soll. Kannst du uns doch was dazu sagen? Erster Diebstahl, ich denke, mir geschützt. Anschwang an sich einzukriegen, aber unvorsichtig und verlor die Zeugeninformationen. Zeugen meinte aber die Wache auf dem Foto. Ja, und der Detektiv. Die und der Detektiv haben zusammengearbeitet. Aber er ist entkommen, hm? Diese Wache, ich habe das seltsame Gefühl, ihr in letzter Zeit begegnet zu sein. Ja, ich kann aber nicht erkennen, wer es sein soll. Also für mich sind das nur ein komischer Haufen Pixel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Los, auf Knopf. Nee, das hatte ich ja schon. Ich habe jetzt mit allen Leuten über alles geredet, oder nicht? Sehen wir uns hier noch um. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich tun soll. Als wäre die Farbe schon von mehreren Tagen getrocknet. Irgendwas in diesem Farbklecks gefällt mir nicht. Links unten ist er seltsam geformt und er ist knallrosa. Ich wüsste nicht, warum die Farbe wichtig sein sollte. Wie die Tür zum eigentlichen Lagerraum aus? Viele große Kisten. Da
dort war die Urne. Ja, ja. Andrews hat uns verboten, reinzugehen. Die Statue stand woanders. Ja. Stand neben der Tür. Wenn sie noch bewegt hat, war es wahrscheinlich der Maskenhani. Vielleicht wollte er sich von der mystischen Amy beobachtet werden. Ja, toll. Schluss jetzt. Okay, eine Idee habe ich noch. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber mir gehen halt echt absolut die Ideen aus. Es ist offensichtlich nicht dieselbe wie zuvor. Es könnte eine Fälschung sein. Keine Ahnung. Nicht im geringsten. Ich sterbe so auf dem Schlauch. Ich könnte jetzt alle Beweise durchgehen und alle Profile durchgehen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, weil mir wahrscheinlich wirklich irgendwas fehlt und ich weiß nicht was. Ich lege jetzt einfach das Profil von Pearl vor. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Aber... Ja, dachte ich mir. Also keiner der Beweise, die ich habe, besagt nämlich, dass es die echte ist. Keiner. Also, da sind keine Informationen, da sind scheinbar auch keine Informationen mehr. Wo kriege ich denn Informationen über die Urne her? Kein Schimmer, warum hinter dem alten Pott her ist. Ah, ich meinte hinter so einem geschmackvollen antiken Familienabstück, bla bla bla, stimmt. Wertlosen Müll. Phoenix. Ich meine wertlos im positiven Sinne. Ich meine. Ach egal. Agent hat ihn angehört, die Visitenkarte auftaucht. Das hat irgendwas damit zu tun, dass Dinge sich entwickelt haben. Moment mal. Ich glaube, ich bin ja absolut fertig, bis auf das Kellerlager. Irgendwas hier mit Andrews halt noch. Ansonsten müsste ich jetzt echt alles zusammen haben. Kannst du mir vielleicht irgendwas noch dazu erzählen? Selber. Die Ausbildung der Schätze von Kuhn ist mein erster Job seit... Ja, ich habe gewollt, dass ein Erfolg wird. Schön. Warum entwerfen Sie das Poster nicht nochmal neu? Sie könnten draufschreiben. Ja, das haben wir schon. Was für eine großartige Idee. Ich will, dass du redest.
Wenn es das Gold muss aufgewertet werden, dann habe ich sie extra aus einem der Trainingsräume der Familie herbringen lassen. Ich finde die Goldstatue cool. Schön. Kam ziemlich spät an. Wieso hast du sie überhaupt aufgestellt? Ich dachte, die eigentliche Ausstellung wäre oben. Wieso liegt der ganze Kram dann hier unten? Statue scheint bewegt worden zu sein. Wissen Sie was darüber? Nein, ich habe sie jedenfalls bestimmt nicht bewegt. Warum ist sie so nervös? Er hat mir gesagt, die hat ihm da übergebraten. Offensichtlich eine Lüge. Ja, wie ist das Ding denn so verbogen? Ja, ist der Dieb, kommt's, bla, scheint nicht der Fall zu sein. Ich trage die volle Verantwortung, bla, wird das Schwert selbst reparieren. Ich weiß, dass ich es wieder hinbekomme. Ich will es so reparieren, dass man nicht sieht, dass es verbogen war. Ja. Bitte seien Sie vorsichtig damit. Okay. Ich werde es wahrscheinlich gleich googeln müssen, was ich tun muss, weil ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier tun soll. Ich halte jetzt einfach mal die Statue unter die Nase, weil sie da aus irgendeinem Grund nervös wird. Ich meine, bessere Idee habe ich gerade wirklich nicht. Dachte ich mir. Na super. Wobei ich das in gewisser Weise schon interessant finde. Es gibt meistens wirklich einen Ort, es gibt tatsächlich oft einen Moment einfach, wo ich keine Ahnung habe, was ich tun soll und ich deswegen dann nach einer Lösung suchen muss. Gefällt mir zwar nicht wirklich, dass ich einfach oft mal nie drauf komme, aber naja. Offensichtlich ist das Spiel zumindest schwierig genug. So, wo sind wir jetzt? Was? Moment. Super. Gut, ich habe rausgefunden, was ich brauche. Ich gebe zu, daran habe ich jetzt einfach nicht gedacht. Daran hätte ich auch nicht gedacht. Ich soll mit Gumshoe über den Typen hier reden und danach kommt wohl dann irgendwann Ronnie wieder in die Strafanstalt und ich kann ihn befragen und dann kriege ich die ohne wieder sowas. Ich habe jetzt gerade nur die Lösung an der Stelle leicht überflogen, nur so ein paar Worte ausgelesen. Okay, Inspektor Gumshoe, erzählen Sie uns mehr über den Bluebart. Shane? Ist das sein Name gewesen? Nee, Kane. Über Shane Bluebart. Er ist Kane Bullard. egal. Jedenfalls der Typ da. Naja, du warst immerhin das Opfer, bis der Bullard tot gefunden wurde. Was? Ah ja, seine Leiche wurde erst heute Morgen entdeckt. Jedenfalls haben wir noch nicht genug Informationen. Informationen, können Sie uns weiterhelfen? Das war gar nicht im Show. Tut mir leid, ich bin gerade selbst ein wenig verwirrt. Aus irgendeinem Grund plappere ich gerade so vor mich hin wie ein Vollidiot. Okay, Nick, das ist unsere Chance, mehr Infos über ihn zu bekommen. Verstehe. Können Sie uns mehr über den Typen erzählen? Er war der Chef von Kirby Security, stimmt's? Was für eine Firma ist das eigentlich? Tja, die Firma ist hauptsächlich im Gebäudeschutz tätig. Herr Bullard muss durch seine Arbeit viele geheime Informationen bekommen haben. Und? Und ich weiß nicht, wie ich das genau sagen soll, aber er war ganz schön geldgierig. Echt? Ich auch, ich liebe Geld. Ich kann nie genug davon haben. Hör auf, dich zu mir rüberzulehnen. Du bekommst meine Brieftasche nicht. Ach, Phoenix, sie hat längst deine Kreditkarte geklaut. Pech gehabt. Jedenfalls sieht das so aus, als hätte er seine Million nicht ganz sauber verdient.
Genau, da liegt mein Problem. Ich sollte schmutziger werden. Lass mich in Ruhe. Aber offenbar so in den Verkauf von Geschäftsgeheimnissen verwickelt. Oh, das ist wirklich schmutzig und hinterhältlich. Gefällt mir. Ja, oh, Cyber Security sollte übrigens vor allem gegen Master Mask absichern. Echt jetzt? Ja, und nachdem sie so oft versagt hatten, war der Ruf der Firma natürlich im Eimer. Also war es wirklich Bullard, der Ron den Erpresserbrief geschickt hat? Ja. Okay. So. Wo geht's hin? Ich sollte Gamschuhe fahren. Dann stand da irgendwas davon, dass ich mit Ron wieder reden könnte. Ist er jetzt zufällig hier? Ja, wunderbar. Scheinbar schon. Ach, Tachchen, auf dich habe ich die ganze Zeit gewartet. Meine Fresse. Ist das Feuer beendet? Ja, aber bitte lassen Sie mich nicht mehr allein. Jetzt pass mal auf, Jungchen. Du hast uns belogen. Kann das sein? Nun, sehen Sie... In derselben Nacht, in der die heilige Urne aus dem Kaufhaus geraubt wurde... wurden Sie von einem Erpresser zur Geldübergabe bei KB Security bestellt. Und dann wurde der Chef Kane Billiard ermordet. Bullard meine ich natürlich. Aber es gibt nur einen Ron Delight, nicht wahr? Die einzige Frage ist also, wo waren Sie in jener Nacht? Dieses Mal will ich die ganze Wahrheit hören. Ihr Leben hängt davon ab. Okay. Rede. Also, bestehen Sie immer noch darauf, der Maskenheini zu sein? Das sage ich doch schon die ganze Zeit seit gestern. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Du sagst es, ehrlich gesagt geht mir das langsam auf den Sack. Aber hören Sie doch, Herr Delight. Heute beim Prozess haben wir doch die wahre Identität des Diebes erfahren, nicht wahr? Sieht immer noch gut aus. Ja. Der tragische Clown. Es muss wohl stimmen, ich war nicht derjenige, der diese Urne gestohlen hat. Natürlich nicht, schließlich waren Sie zu der Zeit ja bei KB Security. Die Person, die auf diesem Foto als Maskenheini verkleidet ist, muss also Detektiv Edmir sein. Also, in jener Nacht gingen Sie also nicht zu Lordly Taylor, sondern zu KB Security. Ja, ich bin genau zu der im Erpresserbrief angegebenen Zeit zu KB Security gegangen. Okay, was ist als nächstes passiert? Nun, ich habe dort gearbeitet, also wusste ich, wo das Chefbüro war. Und du hattest vor allen Dingen, auch wenn du schon gefeuert wurdest, hattest du immer noch eine Karte dafür? Das erscheint mir ein bisschen seltsam. Ich habe angeklopft, aber keine Antwort bekommen. Daraufhin habe ich die Schlüsselkarte benutzt, um die Tür aufzusperren. Wahrscheinlich hat er dabei auch die Brieftasche fallen lassen. Als das Chefbüro betrat, war jemand dort drin. Jemand? Dann wurde mir plötzlich auf den Kopf gehauen. Kane Bullard hat sie geschlagen? Du hast den Namen gemerkt, Maya! Das weiß ich nicht. Die Person rannte weg, als ich noch benommen war. Als ich zu mir kam, verschlug es mir die Sprache bei dem Anblick, der sich mir bot. Streckt er die Zunge raus oder ist das die Lippe? Die Leiche des Chefs lag direkt vor mir. Ich dachte, ich würde auch sterben. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich etwas mit der Leiche machen müsste. Deshalb habe ich sie also in den Tresor gelegt. Okay. Jemand zu rufen ist dir nicht in den Sinn gekommen. Du Spacko. Ich war früher der Leiter eines der Sicherheitsteams, deswegen konnte ich ihn öffnen. Okay, und was haben Sie dann gemacht? Nun, zunächst mal habe ich mich aus dem Staub gemacht. Ich hatte damals die Überwachungskameras in dem Gebäude installiert. Deshalb wusste ich, wie ich ihn ausweichen konnte. Okay.
Ich darf anmerken, du machst dir das Leben teilweise echt schwierig, habe ich das Gefühl. Nick, plötzlich scheint mir Herr Light irgendwie der Mörder zu sein. Mir scheint er, wenn das nicht ist, ist er zumindest irgendwie ziemlich ungeschickt. Bitte sag sowas nicht. Adeline, stimmt es, dass Sie vor einem Jahr gezwungen wurden, bei Kirby Security zu kündigen? Woher wissen Sie? Ich flehe Sie und sage, Sie ist bitte nicht mehr, Desi. Keine Sorge, wir haben es noch niemandem gesagt. Ach, Gott sei Dank. Nein, ich, aber irgendwann muss ich Sie sagen, deswegen wirst du jetzt so was rausfinden. Warum haben Sie es überhaupt verheimlicht? Desi würde mich hassen, wenn sie jemals rausfindet, dass ich ein Krimineller bin. Geht's dir die ganze Zeit darum, dass du irgendwann mal einen Kuli geklaut hast oder was? Wenn sie das doch wissen, warum sind sie denn überhaupt Dieb geworden? Weil Desi das Geld mit vollen Händen ausgibt. Ja. Das ist etwas, wo du vielleicht mit ihr drüber reden könntest, solltest. Es gibt keinen Job auf der Welt, mit dem ich genug Geld verdienen könnte. Außer als Dieb, zumindest hatte ich das geglaubt. Er ist also wegen Desi in die Rolle des Maskens geschlüpft? Verstehe ich nicht. Okay, aber jetzt glaube ich zumindest, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen Sinn ergibt. Bisschen. ist aber wurscht. Hier machen wir vorher erstmal Feierabend und beim nächsten Mal dann quetschen wir ihn noch ein bisschen weiter aus und erlangen scheinbar hoffentlich irgendwelche Informationen über die Urne noch. Vielleicht. Wäre jetzt blöd, wenn nicht, wenn ich mich da verlesen hätte. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.